Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Diesmal geht es um den Bedarfsoriginator und ich zeige euch einmal, wie ihr den freischaltet und was ihr da bekommen könnt. Als erstes müsst ihr in die Höhle des Verbannten und dort an die Chiffre-Konsole. An der Konsole müsst ihr dann Verständnis des Metrundischen und Verständnis des Akularischen erforschen. Das braucht ihr, um die Sprachen zu verstehen. Als nächstes ist wichtig, dass ihr ein Mittel zum Zweck von der Storyline in Sarit Mortis gespielt habt, weil ihr habt dann die ganzen Standard-Lokusse oben, wo wir hin müssen, schon freigespielt in der Storyline. Wenn ihr das alles erledigt habt, begebt ihr euch zur trächtigen Rast bei 5032, aber bevor ihr da reingehen könnt, müsst ihr vorher noch was erledigen. Und zwar müsst ihr vorher zu dem Versteck bei 4830. Da ist dann auf der linken Seite die Rune, um zum Lokus vom Bedarfsoriginator zu kommen. Und jetzt braucht ihr nur noch eure kosmische Energie auf 60 mindestens aufzuladen und die Rast zu betreten. In der Rast benutzt ihr dann die Lokusverschiebung, um zu Internus Locus zu reisen. Dann seid ihr in der inneren Kammer. In der inneren Kammer geht ihr dann nach hinten zur anderen Lokusverschiebung und reist zu bereichender Alkoven. Und wenn ihr das alles gemacht habt, solltet ihr jetzt in der richtigen Kammer stehen. Den Bedarfsoriginator könnt ihr dann anklicken und er hat 6 verschiedene Optionen für euch. Die Option, die die meisten interessiert, ist die Nummer 4. Und zwar deshalb, weil es da mit einer 10%igen Chance den unlegierten Bronzebarren geben kann. Ich habe den jetzt beim zweiten Mal bekommen. Ihr könnt nur einmal die Woche eine Option auswählen. Wenn ich dran gedacht habe, habe ich hier nochmal ein Bild eingeblendet, was ihr wo bekommt. Ansonsten steht es in der Beschreibung. So, that's it. Das ist der Bedarfsoriginator. Boah, was ein schweres Wort. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei einem neuen Video. Ich danke euch fürs Zusehen und bis bald. Tschüss.